Dann mache ich davon jetzt noch 25, dann brauchen wir nur noch 25. Ne, 24 brauchen wir dann noch. Da lübt der Lachs. Und 24 haben doch bestimmt unsere Verarbeiter hier. Ja, aber easy. Ach nee, Quatsch. Oh lol, du hast Pipes machen lassen. Ja, auf der einen Seite Pipes, auf der anderen Seite Platten. Okay, jetzt hab ich auch verstanden. Alles klar. Warum genau sind eigentlich die Saatpunkte und Stunden zurückgesetzt? Wie die Saatpunkte und Stunden zurückgesetzt? Oh lol, warte mal. Du hast 2 Stunden, Minsky? Warte mal, dein Name ist X Ginger Girl X. Bin ich gerade erschrocken, ich habe gedacht, das ist in die Luft geflogen. X Ginger Girl X. Congratulations. You have unlocked Hub Feature Molecular Analysis Machine, also known as the MAM. Was da angeflogen kommt. IMS Burner, Building, Space Elevator, Equipment, oh, Junge. Object Scanner, Equipment Beacon. Motivational Message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Also Ninsky, ich kann dir nicht sagen, warum die zurückgesetzt sind. Du kannst mir aber gerne schreiben, wie viel du ungefähr hattest, dann kann ich die wieder hochsetzen, weil ich finde das echt ein bisschen blöd. Also, die ganzen anderen Leute haben noch alles eigentlich. Was ist das jetzt hier für ein Gerät? Was ist das jetzt hier für ein Gerät? Kann das auch irgendwas? Ja. Kriegen wir dadurch jetzt besseren Empfang oder was? Mist, fehlen welche. Warte. Dann fangen wir mit dem hier an. Ja, toll. Das muss ich mir merken. Warte, von der Nachricht mache ich mir ganz kurz nochmal einen Screenshot. Dann muss ich da nochmal ganz kurz gucken. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe echt Respekt vor den Leuten, die bei Faschingsveranstaltungen irgendwie so tanzen oder sonst irgendwas. Also ich könnte das nicht. Allein schon wegen dem Pegel, den ich dann hab. Was? Das gucke ich mir gleich dann an, Steffi. Später. Ich habe KP für wie viele Stunden? Ich glaube so 50 plus und Saatpunkte 1700 plus. Ja, ne? Currency, warte mal. Currency, Ginger Girl. Edit machen wir mal 1700 und Stunden 50 oder so. Sollte jetzt wieder funktionieren. Ja, siehst du, Steffi ist noch bei 57. Ich weiß auch nicht, was das ist. Irgendwie sehr merkwürdig. Okay, warum ist jetzt hier alles lila, Elu? Es wird Nacht. Oh lol, okay. Lila hätten sich auch eine andere Farbe ausdenken können. Braun oder so. Ey, du bist auf der fremden Planeten, hallo? Was erwartest du? Ja, braun! So. Aber wir haben immer noch keine geteilten Dingsies. Dafür haben wir ja, Space Elevator. Guckst du mal, wie viel wir brauchen. Ja, du kannst jetzt einen Space Elevator bauen. Und der kann was? Warte mal, das lese ich mir ganz kurz durch. Space Elevator. Oh, nee, nicht jetzt so. Use, nee, Quatsch, hier. Fun resources to complete project assembly. Completing stages here allows you to unlock later tiers of milestones in the hub. Okay. Ja, das ist ja eklig. Das heißt, das Ding brauchen wir theoretisch, um weiterzukommen. Ja. Also, noch nicht. Aha. Gut. Dann dauert das ja noch ein bisschen. Ganz genau. Kann ich hier eigentlich schlafen oder so? Nö. Und was ist dieses MAM? Ist quasi zum Erforschen. So, die Sachen, was du hier findest auf dem Planeten. Ja, sexy. Guck mal, hier hinten ist sogar eine Kloschüssel. Das ist doch toll.
Hallo Rocky, komm mir erst jetzt, da wir gerade unser Feuerholz gestapelt haben. Ja, ist doch in Ordnung. Holz aufsetzen ist wichtig. Gerade kurz vorm Winter, ne? Kennen wir ja. Was ist denn jetzt der Plan, Ilo? Sollten wir nicht vielleicht, kann ich nicht vielleicht von hier aus auch noch so einen fetten Miner da hinstellen? Brauchen wir sowieso. Wir teilen jetzt nachher eh auf. Also, Ich bräuchte mal da oben so einen fetten Miner, damit wir da noch so ein Dings hinfüllen können. Wo genau nochmal? Ach, da. Ja. Kann ich diese Mini-Miner abbauen? Du kannst sie abbauen. Also aufheben und dann quasi so einen Miner hinstellen. Hast du den jetzt schon? Weißt du. Ja, den da oben habe ich schon, ja. Okay, dann mache ich für hier unten noch einen. Ja. Also du brauchst nicht machen, weil du kannst den einfach aufheben. Nee, ich meine, ich baue halt den größeren draus. Ja, das also brauchst du halt nur die Ersatzteile dafür. Erstmal also, brauche ich Zement, ja? Ja, bin ich gerade dabei am Bauen. Wie hebe ich denn da vorne den Miniminer auf? Trenn da wieder weg. Was denn? Danke. Einfach E drücken und dann steht hier Grab Miner oder sowas. Oder Pickup Miner. Ah ja, guck mal. Zack, haben wir. So, aber dafür brauche ich jetzt wieder ein paar Platten. Die gönne ich mir gerade hier. Oh, Biomass Burner. Können wir bauen. Sieht so lustig aus, was Rocky da treibt. Hallo, aber es hat funktioniert. Guck dir es bitte an. Ja, ich sag doch gar nichts. Alles gut. Ich bin halt ein richtig krasser Dude, ey. Kommt da jetzt auch was raus, bitte? Ach nee. Ah doch. Ach nee. Hä? Du musst Strom. Aber ich hab's gerade verbunden. Ja, ich seh's. Ich hab nur gerade gedacht, der hätte sich automatisch verbunden. Vor allen Dingen, das sieht lustig aus, was ich da treibe. Das sieht lustig aus, was du da treibst, du Nasenbär. So, jetzt habe ich es aber gegeben. Jetzt aber richtig. So richtig keine auf die 12, weißt du? Da dengelt's richtig, hör mal. Ja. Bin gerade am Überlegen. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Biomasse wir noch da drin haben. Nicht, dass das gleich irgendwann zur Neige geht. Ja, noch ein bisschen, aber... Wer willst du dann vielleicht einen anderen Milestone zuerst machen? Aber ich glaube, der hier ist wichtiger. Ja, dann lass den doch ballern hier. Mir ist das recht. Soll ich dann noch so einen Verarbeiter und einen Smelter bauen? Oh, wow, oh, was? Moment. Nee, einen Schmelzer brauchen wir hier nicht. Was haben wir denn hier überhaupt? Ach, wir haben hier den Limestone, der wird ja nicht geschmolzen. Ja, okay. Der wird ja nur constructed, ne? Yep. Dann brauche ich trotzdem noch ein paar Reinforced Plates. Und dann kann ich mir das gönnen. The MAM has completed its analysis.
Soll ich den Constructor hier in die Nähe unserer Base stellen, oder was meinst du, soll ich den direkt hier unten an den Fuß stellen von dem Steg? Das machen wir gleich mal, weil wir müssen mal kurz von oben ein bisschen Limestone abbauen, händisch. Ach, Alter. Geht natürlich nicht wieder. Wie viel Limestone brauchst du denn? Ach, händisch, ja? Sagte ja, er händisch. Und schmiss das Ding an. Ja, das wollte ich sowieso anschmeißen. Aber ich bin jetzt auch hier. Weil wir haben ja Glück hier mit den Ressourcen. Die sind ja alle rein. Siehst du mal, hätte ich mal nicht diese Map ausgewählt, ne? Wie viel brauchst du denn? Wie viel hast du denn? Hier habe ich 100, 125. Jo, dann mach den mal zu Zement. Zement da! Da siehst du ja, dass der gleich mal klein schrumpft zu einem Drittel. Ja, das weiß ich, deswegen frage ich ja, wie viel ich brauche. Aber wenigstens geht das schnell. Das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. So, ich habe jetzt 64 Zement für dich. Was brauchen wir das denn jetzt überhaupt? Was möchtest jetzt du denn? Erweiter doch einfach die Fundamente, die wir schon gesetzt haben, wo die Maschinen draufstehen. Fundamente! Die großen, ja. Okay, jetzt haben wir schon zu wenig von dem ganzen Gedöns. Klasse! Merkst du was? Ja, braucht ein bisschen, ne? Aber jeder fängt mal klein an. Irgendwann lübt das schon. Ja, klar. Jinski hat richtig Bock. Wer wird das Ding gewinnen, Diggi? Ah, natürlich Ninski. Klar. Wer denn auch sonst? Ninski spielt immer ihren Mod-Bonus aus. Was? Ah, nicht umfallen, bitte. Danke. Ja, irgendwie haben wir so immer das Gefühl, wenn wir das hier machen, dass Ninski als Mod irgendwie so einen leichten Vorteil hat, aber sie gewinnt auch gegen andere Mods immer. Also es ist irgendwie, hat irgendwie damit, glaube ich, nichts zu tun. Würde ich jetzt auch behaupten. Naja, sie hat ein paar Glück. Fertig aus. Auf jeden Fall. Ninski, guckst du mal ganz kurz in WhatsApp, bitte. Oh, regeneriert man sich langsam aber sicher mit der Lebensanzeige-Gedöns? Nö. Dann habe ich mir das gerade eingebildet, alles klar. Als ob man da eine Chance hätte. Ja, gegen Obert, ne, der rennt dich halt einfach um. Wenn Obi einmal auf dem Vormarsch ist, dann hält den nichts mehr. Ah! Alter, mach doch keine Sachen, ey. Was ist kaputt? Ja, du hast mich weggeschubst. Mit dem Bauen von deinen Dingsies da. Hm.
das war ja schwach jetzt. Wie viel haben wir denn jetzt? 100. Wollen wir das eher... Okay, du bist sowieso schon dabei. Hm? Ja, ich wollte gerade fragen, ob wir das da in die Richtung von dem Gedöns jetzt auch erweitern wollen, aber du hast das eh schon gemacht. Jo. Ah, scheiße, hast du noch Material für eins von den Dingern? Weil hier, ne, kleines Problem, ein Loch, das macht mich jetzt schon kirre. Oder ich gehe einfach kurz da hoch und hol mir noch, Ja, toll. Klasse. Was denn? Ja, du hast ja die Treppe auch weggemacht. Ja. Tschüss, Runski. Viel Spaß euch. Oder oh. Dir, oder wem auch immer. Nein, Minski, das gibt's jetzt nicht. Noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Kommt das Loch hier noch? Halt. Alter, wir produzieren viel zu viel, als dass wir verarbeiten können. Hier steht einfach alles. Die ganze Zeit steht es. Ich raste aus. Was ist das denn? Nee. Nee. Voll. Was, Nepal? Nepal! Ja, genau. Ist Mental 1 und 2. Und jetzt musst du da nur noch... Genau, dankeschön dafür. Och, nö. Tschüss, Laura. Guten Hunger. Elu! Oh, Gott sei Dank. Wenigstens eine kompetente Person hier. Ah, hat das schon wieder geklaut. Ich snack mir das so schnell ich kann. Ja, ist doch okay. Oh, ich sehe gerade, da unten ist noch eine Absturzstelle. Alter, ist das weitläufig hier. Ja, ne, man kann hier theoretisch alles ungrabbeln. Ja, das sind 50, also ich sag's mal so, wie es ist, das sind 50 Kilometer. Ja, läuft, ne? Die Karte groß. Das, ich find's nur echt schade, so ein bisschen, dass es doch relativ wenige außerirdische Lebensformen hier gibt. Also ich sehe jetzt gar keine eigentlich. Wäre cool, wenn das hier so ein bisschen lebendiger wäre alles. Gibt's ja auch Unterwasserviecher? Also Unterwasserviecher noch nicht. Weil da hinten schwimmt irgendwas. Kann das sein? Nicht, da hinten ist so ein komischer Streifen. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Da unten läuft noch was. Wo denn? Soll ich nochmal pingen? Ist das böse? Ja. Das sieht aber süß aus von oben. Ja. Aber das Ding schießt auf dich. Aua, nee, okay, schießen lass mal. Wir werden hier langsam aber sicher die komplette Flora und Fauna an uns reißen, Illu. Und dann wird das hier so verpestet wie auf der Erde. Ja, also spätestens, wenn wir nach Öl suchen müssen, ja. Ja, gut. Das wird dann wahrscheinlich irgendwo da hinten oder so sein. Keine Ahnung. Ja, da können wir ja dann später hin. Mich interessiert jetzt nochmal, kommen wir hier irgendwo angemessen runter und wieder hoch? Ne, wahrscheinlich auch nicht, ne? Nö, doch. Ey. Ich ping mal. Du kannst darüber laufen, ja. Da ist das so eine natürliche Brücke. Ja, aber das ist auch ein Vieh. Ist das nett? Ja, das ist nett.
Und da hängt da hinten was dran, die kannst du mal einsammeln. Dann ist das Vieh bestimmt nicht mehr nett. Oh, es ist runtergefallen, glaube ich. Oh, du hast es kaputt gemacht. Ah! Kann ich mich irgendwie hinsetzen? Kannst du das Ding einsammeln? Nee. Ah, doch, hast jetzt. Platz im... Press to pick up green power slug. Ja. Bitte nicht wehtun, bitte nicht wehtun, bitte nicht wehtun. This semi-slug seems to emit weak potential energy from its crystalline shell. Und jetzt kannst du es zum Hub bringen und erforschen.